was macht eigentlich Werner Schulze Erde? Na, das ist eine gute Frage. Aber wie man jetzt sehen und hören wird, eigentlich noch eine ganze Menge. Er ist noch zu jung, um aufzuhören. Zu alt, sagen einige, um Privatfernsehen zu machen, aber die werden sich noch wundern, denn wer zuletzt lacht, lacht am besten. Das waren Zeiten. Über 1000 Mal ruckzuck. 2800 Mal Familienduell. Und dann kommen, glaube ich, noch 2000 andere Sendungen dazu. Das waren Zeiten. Ja, ich komme ja eigentlich vom Theater. Ich habe ja richtig in Bochum auf der Schauspielschule gelernt. War am Anfang bei der Zadek im Schauspielhaus, was ein wichtiges Erlebnis war in meinem Leben. Und dann kam ich nach München, eigentlich um am Staatstheater und Kammerspielen zu spielen. Und wenn man in München ist, dann macht man Radio, dann macht man Synchron. Es war so die Zeit, als so junge, unbekannte Synchronsprecher mit mir Fußball spielten. So Heiner Lauterbach und so alte Kumpels. Ja, und ich kriegte irgendwann ein Angebot, weil ich ein Gipsbein hatte und konnte nicht spielen, von einem Produzenten. Und der fragte, hast du Lust, mit Privatfernsehen zu machen? Und da habe ich gesagt, was ist denn Privatfernsehen? Weil ich hatte mal gelesen bei der EPD, die schrieben über Privatfernsehen, werde ich nie vergessen, das Teufelswerk Gottes. Und das ging dann los, 1984 im Kabelpilotprojekt Ludwigshafen. Nach ein paar Jahren kam dann ruckzuck. Ja, und dann 88, dann ging es nach Luxemburg. Eine Woche Urlaubsvertretung, daraus wurden fast 2 Jahre. Und das war natürlich die geilste Zeit, weil das war so eine Goldgräberstimmung. Also wir durften alles ausprobieren. Bei ruckzuck gingen ja so 100 Leute. Die saßen nur auf den Tribünen, so ein bisschen erhöht, hier eine kleine Bühne. Ja, man musste ja nicht viel haben. Es war nur anstrengend. Wir haben 7 Sendungen pro Tag hier aufgezeichnet. Aber dann nur am Wochenende, also 14 Stück. Aber danach warst du körperlich fertig. Gameshows haben eine eigene Dramaturgie. Die müssen jederzeit nachvollziehbar sein. Die müssen einen gewissen Charme haben. Die müssen nicht kompliziert sein, schlüssig sein. Nennen Sie uns eine öffentliche Einrichtung, die von Spenden lebt. Top-Antwort wäre gewesen, Rote Kreuz, Caritas. Was sagte die Kandidatin? Das ZDF. Das war nicht einer der schönsten Antworten. Die habe ich dann damals Dr. Thoma geschickt. Aber das kann passieren. Das ist auch beim Familienduell mal passiert. Da habe ich dann gesagt, ach, dieser Schniegelpoppy. Und da war der gerade 2-3 Tage vorher tot. Das war der erste Mann von Prinzessin Caroline. Aber wenn man so weit vorarbeitet, 2,5 Monate vorher, dann kann so etwas passieren. Ja, ich war mit der Einzige, der in Studios immer rauchen durfte. Also Rudi Carrell, Kettenraucher, Hugo Egon Balder, Kettenraucher. Ich bei der Arbeit auch Kettenraucher, weil ich stand immer hinterm Vorhang, schnell, der Aufnahmeleiter war da mit so einem Teller voll Wasser und ich durfte rauchen. Habe mir extra einen Vertrag reinschreiben lassen, wie es da Ärger gibt. Das haben wir aufgehoben, ein paar skurrile Anzüge und ein Titelblatt vom Variety heißt es. Wurde bei dieser Messe in Cannes verteilt. Ich ganz groß mit dem Werner auch auf dem Titelblatt von Europas oder der weltgrößten Fachzeitschrift. Und Rekord, weiß nicht, ob es World Record war, Game Show, 54%. Das war schon eine gute Nummer, ja. Ich wollte eigentlich mit dem Sabbatical ja auf meinen Golfpartner Oliver Kahn warten. Wir wollten ein Jahr zusammen Sabbatical machen. Aber ich habe es dann schon eher gemacht. Es war kein richtiges, es war nur ein Abschalten von dem täglichen Fernsehen. Ich habe mich ein bisschen rund erneuert. Das heißt, ich fing wieder an, Bücher zu lesen, weil ich vorher keine Zeit dazu hatte. Vorher immer nur Zeitungen gelesen. Bücher lesen, bin viel gereist, war in der Südsee, ich war in Neuseeland, habe, 2 Projekte gemacht. Eine war ein Langzeitprojekt, Dokumentation in Gibraltar. Also das war mein Ausstieg, es war kein richtiges Sabbatical. Es war mein Sabbatical von der Show, aber von der Arbeit nicht, Gott sei Dank. Ein Tag ohne ein Lächeln ist ein verlorener Tag von Charlie Chaplin. Immer noch mein Motto fürs gesamte Leben, deswegen lasse ich mich durch nichts erschüttern. Tschüss.